Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren, hoffentlich spannenden Episode von Let's Play Chrono Trigger. Ich habe mich ein bisschen optimiert, was Ausrüstung angeht. Ich habe jedem Charakter Schutz gegen Verwirrung gegeben. Für Dinge, die bald passieren werden. Was geht hier für ein Film? Kein Zutritt! Lass mich durch! Ja, ich liebe die Animation, wenn sie rumschreit. Oh. Seit wann ist der Gerichtssaal da unten? Weiß irgendjemand, was die Regenbogenmuschel ist? Nein! Ich wusste es auch nicht, bis ich dies hier fand. Was hast du gefunden? Ein Testament königlicher Vorfahren. Darin heißt es, enthüllt den Bürgern die Regenbogenmuschel zur Jahrtausendfeier. Wie bitte? Wir verfügen über keine Erbstücke. Das Testament soll also gefälscht sein? Ich frage mich, warum gönnt der Angeklagte dem Volk keinen Blick auf die Muschel? Okay, was zur Hölle ist das für ein Königreich, wo der König vor Gericht gezerrt wird? Weil er sie nicht mehr hat! Er hat sie gegen Bargeld verkauft! Den Zeugen bitte! Was ist, Nadja? Wir sind mitten in der Verhandlung! Vater! Nadja! Der Kanzler dichtet mir Hehlerei an! Crystal Meth und so! Er schleudert Beleidigungen um sich! Beweist lieber eure Unschuld, Majestät! Beweisen? Ja, wenn er das Erbstück nicht verkauft hat, muss es noch im Schloss sein. Zeigt mir die Muschel und ich akzeptiere seine Unschuld. Kanzler, was für ein Spiel treibt ihr da? Werft sie raus! Warum hat der fucking Kanzler mehr Autorität wie der König? Kein Zutritt. Lass mich durch! Hä? Nicht einmal ihr dürft hier rein, Prinzessin. Regenbogenmuschel! Rosies Papa retten! Was soll das? Der Kanzler lügt, es gibt kein Erbstück! Du vergessen? Alter König Muschelbunkern, Regenbogending jetzt hier! Ha! Stimmt, die Muschel von vor 400 Jahren müsste noch da sein! Aha. Sie ist sicher im Keller! Oh, ob sie im Keller ist, werden wir herausfinden. Mein Gott, hier ist ja was los, ey. Hier ist ja was los. So, wir müssen dieses Mal nach hier unten gehen. Und die Wache hat sich mal eben pennen gelegt. Ouch, eine Ratte hat mich gebissen. Natürlich. Und er wird an Cholera sterben. Hey, den Chef juckt es, das Übel zu rächen, das die Familie über 13 Generationen belastet hat. Dumm und dümmer, alles klar. Er wird dem König was anhängen, gell? Ihr zwei Impkauer? Okay. Das sind wahrscheinlich noch Überbleibsel von vor 400 Jahren. Weg mit euch. Belebung erhalten. Oh, sehr schön. Eine Verschwörung! Beeilen wir uns! Ja, Rosie. Whatever you say. Ist das der Zeuge? Ich gestehe, ich habe dem König die Muschel abgekauft, weil er das Geld brauchte. Lügner, ich habe den Kerl noch nie gesehen! Ruhe im Gerichtssaal! War ich überzeugend? Perfekt! Das ist... nicht in Ordnung, was hier abgeht. What? Warum kommen hier so Standardgegner, alter Naga-Etten? Ach, waren die Viecher am Anfang noch lästig und jetzt bim, einfach weggefetscht. Sehr schön. Oh, was haben wir hier Schönes? Ein Lapis erhalten. Ein Hyper-Aether, ein Elixier. What? Kann ich? Wie komme ich an die Kisten ran? Help me! Warum? Sind die nur Deko? Wahrscheinlich. Hi, Naga. Was zur Hölle treibst du hier? Okay, dich hauen wir jetzt mal einfach weg, weil... Standardgegner sind Standardgegner. Hier rein. Ah, noch mehr Kisten. Elixier. Hyper-Aether und Lapis. Und die Regenbogenmuschi, glaub. Yay, die Regenbogenmuschel! Hier, Papier, Papier! An Rosie? Liebste Rosie, ich weiß, zwischen dir und deinem Vater herrscht Streit. Doch nichts vermag das Band des Blutes zu zerreißen, weder Zorn noch Distanz. Wenn du eines Tages Kinder hast, wirst du verstehen. Huh.
Dieses besondere Band ist Teil unseres Stammbaumes, der uns verbindet. Königin Gardia, der 21. Lena. Ha. Er hat es tatsächlich getan. Tiffy wissen, wann Nest verlassen. Mit der Zeit groß werden und Nest verlassen. Tiffy Nest verlassen, genau wie Dactyl, genau wie Rosie. Großer Wandel. Verlassen Nest, haben Baby, Baby groß werden, auch Nest verlassen. Ja, ja, wir wissen, wie es weitergeht. Vater, halt aus, wir kommen. Und wir haben ein Prismateil erhalten. Wichtig für nachher. Hä? Du bereit, Nest verlassen? Noch nicht groß genug. Hä? Du noch nicht haben meine Körbchengröße. Geschworene, wenn ihr ihn für schuldig befindet, geht nach links, wenn nicht, geht nach rechts. Schuldig. Oh, es ist eine Verschwörung gegen den König. Bei mir ist das besser gelaufen. Kann ich hier noch was tun? Nein? Okay. Anscheinend nicht. So sei es. Ach, verpiss dich, du Nager-Schalalalalachtel. Na, 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 wir müssen den König erretten. Ah, er ist gestorben. Er ist leider von uns gegangen. Nicht einmal ihr dürft hier rein. Überleg's dir nochmal. Nein, Prinzessin. Es gibt einen Weg, etwas holprig, aber mir nach. Okay. Oh. Der König hat einen Verbündeten. Das Urteil lautet schuldig. Wie kann man bitte den König verklagen? Was ist hier los? Hier endet die Linie Guardia. Jetzt bin ich am Drücker. Bring ihn weg. Halt! Wer ist da? Vater! Ich bin Gott! Ha! Epische Szene. Bam! Ach, Rosie ist einfach super. Nadia! Dem sein Gesicht. Prinzessin, beherrscht euch! Beherrscht du dich? Ihr seid zu spät, der König wurde verurteilt. Auch für Könige gelten Gesetze. Ja. Nein, das war ein abgekartetes Spiel. Unsinn, der König ist ein Gauner. Aber der Schatz ist hier. Unmöglich! Euer Plan ist durchschaut, Kanzler. Ich meine, Hä? Nichts hast du durchschaut. Ich will meine Vorfahren rächen. Oh, und der Richter ist plötzlich weg. Super Ultra Presto Transformo! Wir alle wissen, was jetzt kommt, oder? Ja, es ist Yakra again. Wir kämpfen gegen Yakra, den 13. Und genau hier ist es jetzt wirklich wichtig, dass wir immun sind gegen Verwirrung. Was wir sind. Yakra, der 13. hat 18.000 Lebenspunkte. Und wir möchten ein bisschen was von ihm zocken. Bämsen, Alter. Ah, ansonsten ist dieser Kampf nicht wirklich schwer. Was? Warum nix? Warum nix funktionieren? Ja, es ist unbedingt wichtig, dass wir gegen Verwirrung geschützt sind. Ja, erstmal ein Konter ins Gesicht, Alter. Bam, 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 bam. Ja, wir machen Drill Kick. In your face, bitch. Hör, go on. Tiffy, bam. Nice. Lange nicht so viel Schaden, wie ich erwartet habe, aber immerhin. Ice Rare 2. Wir werden nochmal versuchen, von ihm zu klauen. Wenn es funktioniert. Bam. Sure. Ah, jetzt hat es gefunzt. Und, was kriegen wir von ihm? Eine Schneerüstung. Sehr nice. Bam, bam, bam. Trrr. Hua. Ne. Hier, ich setz mal ein Konter ins Gesicht, Alter. Jawohl. Bam, bam, bam. So, wir werden dann mal Wollzahn einsetzen. Mal gucken, was das an Schaden reinhaut. Oh ja. Von den Vorfahren bekannt. What?
Jetzt laberst du alle. Okay, wir machen mal Hast auf den guten Tricks. Halb. Ja, genau. Das war ja mein Angriff. Sind eure Schwächen. Ja, nee, ist klar. Okay, wir machen Cutscruts. Und dann werden wir Eisschwert 2 casten. Oh, sein stärkster Angriff. Boomsen. Jawohl, das ist Schaden. Nochmal ein Tausender weniger. Und das Eisschwert ins Gesicht. Nadeltrudel, Version 13. Okay. Ah, lass meinen Tricks in Ruhe. Bam, sonst gibt's kein Tricks mehr heute Abend. Okay, wir werden... nochmal den Drillkick einsetzen. Um ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen in diesen Kampf. Bam. Jetzt werden wir tatsächlich den guten Tricks mal heilen. Für den Fall aller Fälle. Ist nicht wirklich notwendig, aber... Ich möchte gern Eisschwert 2 benutzen und nochmal Katzkratz. Eventuell war's das schon. Wusch! Na, noch nicht ganz. Wolzahn! Du hast Mundgeruch, Alter. Abbemsen. Jawohl. Wieder besiegt. Und es gibt noch ein Abschiedsgeschenk, wie es aussieht. No problemo. Und das war's mit Yakra, dem 13. Nette Idee, dass man den allerersten Boss des Spiels nochmal zurückgebracht hat. So, jawohl. Mhm. Perfekt. Mega-Elixier erhalten. Wonderful. Vater, ich... Nein, sag es nicht. Es war mein Fehler, so stur zu sein. Nein, ich hätte wissen müssen, wie du dich gefühlt hast. Mein Herz wusste es aber. Sagen konnte ich es nicht. Mir geht's genauso. Ich dachte, du hättest mich verlassen, aber in Wahrheit war es genau umgekehrt. Dabei habe ich dir extra geilen Beef Jerky mitgebracht, du. Danach erstmal richtig hart am Kacken gewesen. Aber jetzt bin ich hier. Wir werden über alles reden, was passiert ist. Über Tricks und Mutter und... Deine Mutter. Wie traurig. Ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, was Elissa mit ihren letzten Worten sagen wollte. Wenn Nadja eines Tages erwachsen ist, wird sie dir ihren Geliebten vorstellen. Heiße ihn willkommen und vergiss diesen Tag nie. Moment. Bin ich hier? Ist Trixie geliebt? Du hast ihre letzten Worte gehört? Natürlich. Du warst so klein und sagtest, Papa, wie schön, dass alle hier sind, die ich mag. Dich glücklich zu sehen, hat sie beruhigt und sie konnte friedlich einschlafen. So war das also. Ja, warum? Ja, warum nicht? Weil wir eine andere Version gehört haben. Ich hab dich früher Papa genannt? Das hast du. Ha. Es tut mir leid, Papa, dass ich an dir gezweifelt habe. Ach, was schön. Schöne Szene. Schöne Szene. Ich lasse dich aus dem Schloss. Aber... Sei bitte vorsichtig. Passt auf sie auf. Ja, klar. Du nicht sagen. Tiffy, Rosie beschützen. Jetzt bin ich dran. Hä? Wer hat geredet? Oh, Melchior, Melchior. Ist noch Platz für mich auf der Bühne. Ich würde aus der Regenbogenmuschel gerne ein paar Waffen machen. Endlich Arbeit. Seht und lernt. Okay, Melchior, wir sehen uns gleich. Tut mir leid, Freunde. Das alles ist mir furchtbar peinlich. Passt auf Prinzessin Nadja auf, okay? Na klar. Ich würde allerdings trotz allem alle Bedienstete hier in dem Schloss rausschmeißen. Denn jeder
liebe Freunde, jeder wollte den König hinter Gittern sehen. Beziehungsweise ihn exekutieren sogar. Werft sie alle aus dem Schloss! Hi! Bitte setzt euch. Okay. Ich setze mich. Was darf sein? Das Trick-Spezial, bitte. Eine gute Wahl. Dieses Gericht ist nach einem Helden von früher benannt. Welcher gerade am Tisch sitzt, zufällig. Bam, 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 bam. Bitte sehr. Oh, Fisch, nice. Stürzt euch drauf. Sehr schön. HP und MP full geheilt, umsonst. Ich würde jetzt gerne gucken, ob ich die Kiste irgendwie öffnen könnte. Verschlossen. Warum ist die Kiste verschlossen? Was kann ich mit dieser Kiste tun? Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Oh, wait, 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 wait. Mir fällt gerade was ein. Ich weiß nicht, ob es in Zusammenhang mit dieser Kiste ist, aber... Ne. Hallo! Ich spiele jetzt Richter. Wer hat das Fenster so schnell repariert? Warum sitzt ihr Typen... Ah, ich verstehe. Ihr seid nur Kulisse. Ihr seid gar nicht echt. Hallo, ich klage hiermit Rosie an wegen zu sexy. Das können Sie nicht tun. Ich bin erst 17. Das heißt, ihr könnt mich nicht belangen. Es tut mir leid, aber Rosie, du bist einfach zu heiß für diese Welt. Du darfst nicht auf ihr wandeln. Aber... Kein Aber, schuldig in allen Punkten. Und wir bekommen den Yakra-Schlüssel. Okay, kann es sein, dass der Yakra-Schlüssel für die Kiste ist? Ich probier's einfach mal. Ha! Es ist schon wieder der Kanzler in der Kiste. Was haben die mit dem Kanzler in der Kiste in diesem Spiel? Endlich! Dieses Biest hat mich da drin gefangen gehalten! Prinzessin Nadja, eure Freunde nehme ich an. Halt! Ich habe Wichtigeres zu tun! Die Mondlichtparade will vorbereitet sein! Was? Das war's? Ah, schade. Ich hätte mir ehrlich gesagt eine super geile Belohnung gewünscht, aber... Ne, wir haben den Kanzler befreit. Wenigstens eine vertrauenswürdige Person hier im Schloss. Wo ist er? Ist er vielleicht oben, unten, rechts, links, Mitte? Bam, bam. Bam, 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 bam. Schön zu hören. Was ist schön zu hören? Ich habe gar nichts gesagt. Niemand hätte vermutet, dass der Kanzler ein Ungeheuer wäre. Natürlich hätte es niemand vermutet. Na, 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 na. Ich liebe diesen Soundtrack in diesem Spiel. Einfach bombastik. Busch. Was geht hier? Hi. Jetzt müssen wir Disziplin. Ach ja, wir sind ja jetzt in Rosies Zimmer, wo wir wieder ihr Theme anhören dürfen und ein bisschen posen. Die Leck mich am Arsch Pose. Die Komm und Küss mich Pose. Die die beste Pose ever. Oh ja, shake your sexy ass. Und die Ich erzähl's kein weiter, Pose. Sehr schön, wir werden ein bisschen anzüglich hier bleiben. Ach, was schön. Das habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Ja, das gibt's für jeden Charakter. Ich werde es, denke ich, in einem der zahlreichen Special-Videos, die ich vorhabe, zeigen. Zumindest noch die restlichen Charaktermodelle. So, wir steigen in den guten Epoch. Verzeihung, in den guten Devil. Und steigen nochmal rein, weil wir wieder zurück müssen tatsächlich. Es gibt etwas, was wir tun können jetzt, da wir die Regenbogenmuschel an uns gebracht haben. Bam, 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 bam. Ist euch niemand aufgefallen, dass hier ein neuer Gang ist? Ich meine, okay, sie waren alle irgendwie... Irgendwie becharmt von dem neuen Kanzler, aber... Ist alles schon sehr merkwürdig hier. Bam, 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 bam. Ey, Melchior! Das ist etwas Besonderes. Eine Rüstung daraus wehrt Magie ab.
Ich kann entweder einen sehr starken Prisma-Anzug machen oder aber drei weniger starke Prisma-Helme. Was möchtet ihr? Wir möchten tatsächlich den Prisma-Anzug. Den Prisma-Anzug? Es ist nur für Damen. Ja, ich will ihn. Gut, gut, einen Augenblick bitte. Wenn wir alles richtig gemacht haben, Sidequest-technisch, dürften wir noch etwas bekommen. So, fertig, auf Wiedersehen. Prisma-Anzug erhalten. Oh, ein Soulstein. Ich mache eine Legierung daraus. Denn den Soulstein haben wir ja schon an uns gebracht. So, fertig, auf Wiedersehen. Wir bekommen eine Prisma-Brille noch zusätzlich. Hehe, glaub nicht, dass meine Trickkiste damit leer ist. Und wir haben alles richtig gemacht, liebe Freunde. So, fertig, auf Wiedersehen. Einen Regenbogen. Ich weiß endlich, dass ich das tue, was sich auszahlt. Hä? Okay. Wir gucken mal. Ja, der Regenbogen, liebe Freunde, ist Trix seine ultimative Waffe. Ja! Und wir werden sie definitiv... Definitiv werden wir sie, ihm ausrüsten. So, wir haben ja nur Igora, Tiffy und Rosie als weibliche Charaktere in der Gruppe. So, sie kriegt den Ewighelm wieder und sie kriegt tatsächlich den Prisma-Anzug, liebe Freunde. Das ist, sie hat es verdient. So, du wirst ein Ewighelm wieder anrüsten. Ich glaube, ja, das muss ich mir noch überlegen, was ich als nächstes ausrüste. Allerdings würde ich ihm gerne nichts anderes geben, oder? Rote Rüstung, Ewigpanzer. Ich bin unschlüssig, was ich ihm geben soll. Ach, du kriegst einen Ewigpanzer. So, sehr schön. Damit ist es vollbracht. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen konnten. Sidequest-technisch in diesem Spiel. Ja. Es hat eine Weile gebraucht, aber wir haben es geschafft. Das Einzige, was wir jetzt tatsächlich noch machen müssen, ist quasi den letzten Dungeon betreten. Quasi den letzten großen Dungeon. Wir haben ihn schon mehrfach gesehen. Wie gesagt, es gibt einiges an optionalem Stuff, das ich noch machen möchte. Das ich allerdings erstmal noch nicht machen möchte. Ich möchte nochmal kurz in den Laden gehen hier. Ja, denn wir werden uns jetzt in einem der besten Shops in diesem Spiel etwas austoben. Vielleicht eine kurze Information zum New Game. Was ist hier kaputt? Ach ja. Tau! Tau! Wir sind ja in der Vergangenheit, da ist ja der Wald immer noch nicht gesät. War das der Laden? Nein, es war nicht der Laden. Okay, Moment. Wir müssen zurück zum End of Time. Aussteigen. Hup. Und dann müssen wir zurück nach Medina. Und hier müsste ja der... Ja, hier ist der beste Laden im Spiel. Genau. Bei dem Typen hier. Kann ich helfen? Na klar kannst du helfen. Die Ausrüstung ist ziemlich uninteressant, aber wir werden jetzt aufstocken. Es gibt keinen Grund, das ganze Geld, das ich habe, zu behalten. Deswegen werde ich alles mir 99 Mal kaufen. Zumindest alles, was relevant ist. Hm, leider kann ich kein Aether Plus bei dir kaufen. Das ist ein bisschen lästig, wenn ich ehrlich bin. Naja. Und dann werden wir wieder zurück spazieren, liebe Freunde. Und uns mal den guten Specchio angucken. Er hat eine neue Form. Keine Sorge, liebe Freunde. Specchio wird ein ganzes Video nur für sich bekommen. In meinem... Wie soll ich sagen? In meinen Special-Episoden. So, wir haben alles, was wir wollten. Und... Es gibt, wie gesagt, wirklich nur noch eine Sache, die wir angehen müssen in diesem Part. Das werden wir allerdings ab dem nächsten Part tun. Wenn es heißt Let's Play Chrono Trigger. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bis jetzt. Bis dann.